Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 The Betrayal of Jimmy. Wir machen weiter mit Hong Kong Connection. Jam, Tam hier. Unser Problem mit Fernost ist größer geworden. Die chinesischen Bosse haben 3 neue Anführer geschickt, um die Probleme zu lösen, die sie kürzlich hatten. Als ob Eddie Fu nicht schon schlimm genug wäre. Wir müssen schnell sein, bevor die Wichser sich niedergelassen haben. Da ist ein großes Treffen in Millville. Mit etwas Glück geben die Chinesen die Stadt auf, wenn wir sie jetzt erledigen. Erledige 3 chinesische Bosse. Es spitzt sich auch jetzt hier zu, zwar nur auf Textbasis, weil wir ja nicht wirklich sehen. Aber... wie ich schon mehrfach angedeutet habe, mir kommt es so vor, als ob unsere Auftraggeber sich immer mehr verstricken und ich habe das Gefühl, dass wir am Ende der Gearschte sind. What the fuck? Woher? Woher? Alter Verwalter. Fick dich. Ihr Wichser. Fotze, Entschuldigung. Von wo? Von wo? Hallo, beweg dich, du! Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. An alle, Aktion abgeblasen. Zurück zur Wache. Ja, wir gehen jetzt auch mal nach da oben. Alter, gefährlich! Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Der Mann ist tot. Es wird trickier. Es wird richtig tricky. Da hinten ist der nächste. Fuck. Ja, genau. Shit. Das wird richtig schwer. Aber ich stelle mich der Gefahr. Verzeihung. Da oben. Da oben fängt die ganze Scheiße schon an. Bin eh schon tot. Ja. Ich
Das ist schon eine mit der Top-Mission. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass das hier nach nicht mehr lange geht. Die Mission scheint mir doch etwas sehr stark vom Schwierigkeitsgrad her. Aber gut, wir spielen auf Mittel, wir spielen nicht auf einfach. Damit muss man rechnen. Ja, komm, Polizei. Nee. Gucken, ob wir da mit dem Auto schneller reinkommen. Tot. Lauf, lauf, du Stück. Ah, ah. Gott, Vater. Hacke! Wo? Man sieht einfach keine Schüsse! Fotze. Bingo. Ich habe das Gefühl, die spawnen hier einfach neu. Scheiße, bin ich gut. Der Mann ist tot. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Kacke, nein, 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 nein. Nein. Oh Leute. Wie raten alle Autos Schrott, ey. Kacke. Mein Nein hat sich gerade einfach wie dieses Hitler-Video angehört. Fahr.
Boah, lauf. What the fuck, was eine Mission. 30.000 Punkte knapp. Aber hat Spaß gemacht. Also die war jetzt mal etwas fordernder. Und gibt trotzdem nur 200 Dollar. Bruder und Hüter. Die pinke Mission ist wieder da. Ein Bang Bang Hühnchen und ISW 508 Diebstahl. Gut. Holen uns mal da vorne ein Auto. Nein! Nein! Ficken! Super. Verkackt. Verkackt. Nicht erschießen, nicht erschießen. Gut, wenn er mich erschießt, spawn ich hier wieder. Wir flüchten zu Fuß zur Telefonzelle und geben nochmal 500 Dollar eben aus. Wie könnt ihr hier so sitzen, während ich verfolgt werde? Mit den Bullen im Nacken kreuze ich da nicht auf. Ich muss die Schneller. Wehe, die will jetzt telefonieren, dann kriege ich aber einen Anfall, du. Das geht ja mal gar nicht. Boah, endlich. So. Hätten wir das auch. Jimmy hier. Ja, der Jimmy. Hab das übliche Anliegen. Alles klar. Schick später jemand mit der Kohle vorbei. So. Das hätten wir erledigt. Herr Officer, du kannst mich mal, du. Du ekligen. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, Diebstahl? Oder Bruder und Hüter? Den Diebstahl, komm. Wir machen als nächstes einen Diebstahl. Kann ich mir wohl den Truck mitnehmen? Aber nee, damit den Diebstahl zu machen. Nee, komm, ich will damit fahren. Ich will mit dem Truck fahren. Ein Tanklaster. Hm. Habe ich markiert? Ja, ist alles markiert. Dann fahren wir jetzt ein bisschen mit dem Tanklaster. Machen den Diebstahl, glaube ich, in dieser Folge auch noch. Nein, nicht da reinfahren. Scheiß Gegenverkehr. Das fände ich noch geil, wenn der Verkehr auf einen reagiert. Heißt, wenn ich jetzt auf der falschen Fahrbahn fahre, dass die wirklich versuchen auszuweichen. Aber das ist, glaube ich, schon viel zu hohe... Ein viel zu hoher Aufwand, sowas zu programmieren. Aber man darf ja noch träumen. Also für die Diebstahlmission ist der Truck hier nicht geeignet, aber so mal. So fahren wir jetzt aber mit dem Tanklaster. Ich weiß gar nicht, ob der explodieren kann. Ich schätze mal schon. Müssen wir jetzt eigentlich mal versuchen. Wo wäre denn unser nächstes Safehouse? Da oben. Oder hier, nee, hier unten. Bin gerade am überlegen, ob ich jetzt einfach mal den Tanklaster hier in die Luft jagen soll. Aber ach nee. Ach, vermaledeit. Ja, doch, das machen wir gleich mal. Einfach mal so ein, zwei Schüsse auf den Tanklaster abgeben. Ob der in die Luft fliegt. Aber ich weiß nicht, wenn ich den jetzt hochjage. Komm, das machen wir jetzt mal. Tatsache. Brennt sogar schön. Naja. Ha, hat sogar noch Punkte gegeben. ISW 508 Diebstahl. Jimmy, können wir mal von Mann zu Mann sprechen? Erinnerst du dich, dass du mir 1000 Mücken geliehen hast? Tja, die Geschäfte laufen in letzter Zeit nicht wirklich gut. Und ich bräuchte noch ein paar Wochen, um dir die Kohle zurückzuzahlen. Aber lass mich ausreden. Lass mich nur kurz ausreden, Jimmy. Ich weiß, wo du einen hübschen ISW 508 finden kannst. Das sollte an Zinsen doch reichen, oder? Das ist einer der schönsten Wagen überhaupt. Wenn du ihn klaust, gehört er dir. Abgemacht? Ja, ich denke mal schon. Oh,
Ist das jetzt der letzte Autodiebstahl? Klar, aber ich muss schnell sein. Wo ist der? Ach du Scheiße. Ganz, ganz oben. Dann machen wir das noch. Das klingt irgendwie schon so, als ob unser Auftraggeber jetzt erstmal seine Zinsen zurückzahlen will, um dann sozusagen mit uns ins Reine zu kommen. Das kommt mir so vor, als ob der jetzt hier sagen will, komm, danach ist erstmal Sense. Wäre so ein, doch schon ganz ein guter Abschluss. Aber ich bin gespannt. Also, so langsam wird das Spiel... Ja, was heißt, es wird besser. Die einzelnen Botschaften, die man von den Missionen kriegt, da ist langsam der rote Faden erkennbar. Auch wenn mir Cutscenes natürlich deutlich lieber wären. Aber gut, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit die Entwickler für das DLC hatten. Ob sie es unbedingt raushauen mussten. Es war, glaube ich, ein Standalone, First Day DLC. Es lag dem Spiel, glaube ich, bei. Ich habe jetzt den Director's Cut geholt. Also da war alles drin, ne? Diese Digital Edition. Aber ich meine, es wäre beim normalen Spiel auch so dabei gewesen. Dieses DLC. Zumindest bei der PS3-Version. Ich habe die PS3-Version. Man muss sich mal reintun, ich habe drei Versionen von dem Spiel. Komisch. Unnötig ein bisschen, aber jeder hat seinen Tick. Bei der PS3-Version lag das DLC dabei. Müsste aber nochmal bei der PC-Version gucken. Das würde mich dann doch interessieren. Alter, was eine Strecke. Wow. Ach ja, warte, sonst regen sich wieder welche auf, dass ich hier eine Zeitmission unter Zeitdruck ohne mit dem Tempogrenzer fahre. Muss ich rechts hoch? Ja, muss ich. Er lässt sein Köfferchen fallen. Die Garage ist, schätze ich mal, dann wieder an der Seite. Oder er will, dass wir es hier hier zu Villa Scaletta bringen. Kann ja auch sein. Wow. Ja, kriegen auch keinen Ärger mit der Polizei auf dieser steilen Straße kann man ja auch nicht wirklich schnell fahren. Da ist das der Polizei dann auch egal. Alter, wir haben gleich schon die halbe Zeit der Mission damit verbracht, erstmal hier hinzukommen. Es könnte doch recht knapp werden. Aber wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge noch Munition holen. Weil ich... Was zur... Der Sack. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht sein fucking... Ernst. Fick dich. Oh, Leute, fickt euch. Hör auf, dich durch die Wand zu glitschen. Arschloch. Adios, Arschloch. Thank you.
Dieses Arschloch, Leute. Das Handling ist geil von dem Auto, also es ist extra so konzipiert, glaube ich, dass man damit recht gut die Fahrt hier machen kann. Jo, ja, genau. Aber die Reaktionszeit ist halt sehr gering. Aber gut, das ist, glaube ich, hier bei jedem Auto auch, wo man schnell fährt. Ist ja auch realistischer. Boah, mit dem Teil fährt sich schon geil, aber... Hat dir was aufgefallen? Da wollte uns unser Auftraggeber einfach mal aus dem Weg räumen. Tch, was eine Pfeife. Der Name wird immer mehr zum Programm. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, Leute. Ficken! Ja, das war's. Mache ich heute nicht nochmal neu in dieser Folge. Nur um schon mal anzukündigen, dass ich, wenn die Folge gleich trotzdem beende. Was ich schade fände, weil dann müssten wir den Story-Abschnitt auch nochmal so neu erleben. Ich hoffe, dass wir... Ja, wir müssen die Mission auf jeden Fall dann nochmal neu machen. Schaffen wir nicht. Ja, ja, genau. Das war's. Natürlich. Warum müssen die Missionen auf Zeit sein? Ernsthaft. Nope, mache ich jetzt nicht nochmal. Ich bedanke mich an der Stelle trotzdem fürs Zugucken. Werden wir halt in der nächsten Folge nochmal von unserem Auftraggeber beschissen. Ja, shit happens. Danke fürs Zugucken nochmal und tschüss.